um auf irgendeinen aufzuschließen. Alter, bin ich erschrocken. Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind mittlerweile in der Schleiz oder in Schleiz. Ich weiß nicht wieso, ich sage immer in der Schleiz. Komische Angewohnheit, aber ich wurde schon sehr oft darauf aufmerksam gemacht, dass es in Schleiz heißt und nicht in der Schleiz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es bei mir um das erste Rennen. Ich bin im Qualifying nur auf Platz 10 gelandet. Ich merke allgemein, dass ich im Qualifying gar nicht so stark bin. Ich merke, dass nicht meine Stärke dabei liegt, quasi eine schnelle Runde rauszuhauen, sondern eher würde ich dann sagen, wie man auch im Video merkt, dann eher schon im Laufe des Rennens, beziehungsweise da einfach eine gleichbleibende gute Pace, beziehungsweise eine gleichbleibende Zeit fahren kann. So, genug gequatscht, es geht los ins erste Rennen. Im Fahrerlager, das quasi asphaltiert ist, hier nochmal mein Dad, hier kennt ihr den auch noch, das ist Christian Schaller und natürlich Jens Holzhauer himself, hockt sich hier nochmal neben mich und gibt mir nochmal abschließende Tipps zu dem Rennen. So, Lukas bockt jetzt hier noch das Motorrad ab, die Reifen werden abgezogen. Ich dehne mich hier nochmal kurz am Schluss, steig aufs Motorrad. Und dann geht's auch schon raus. Hier seht ihr auch nochmal ganz gut, es sind richtig viele Leute auch immer im Fahrerlager. Viele Zuschauer, was einfach sehr geil ist. Es geht raus in die erste Inlap. Ich überspringe mal schön das Warm-up und dann geht's auch schon los in den Race-Start. Der würde ich sagen, ist schon mal sehr, sehr gut gelungen. Ich kann hier gleich mal in der ersten Linkskurve außen sehr schön gleich mal an 2 vorbei. Und dann hier nochmal Felix Klink neben mir. Da kann ich auch nochmal außen an vorbeigehen. Und auch Kevin Orges gleich mal geschnappt. Ich bin schon mal wirklich hier sehr, sehr gut rausgekommen. Bin gleich mal auf dem 6. Platz vorgefahren. Vor mir dann noch Dominik Blersch und hinter mir auf jeden Fall dicht gefolgt von Kevin Orges. Kevin auch ein sehr, sehr schneller Fahrer. Hatten wir schon öfter mal ein paar Battles gehabt. Und ihr werdet auch gleich sehen, der hat auf jeden Fall einen Ticken schnelleren Speed, auch eine sehr geile Körperhaltung, seht ihr hier wieder und sticht hier da innen rein. Ich dachte wirklich beim Rennen, wie zur Hölle geht das denn? Also das war wirklich mit einem Überschuss, kam er da an mir vorbei und hat sich da einfach mal behauptet und fährt da wieder vor. Ich auf dem siebten Platz, es geht runter in die Seng, hier auch die Seng, meine schwierigste Stelle bis zum ersten Rennen. Also ich habe es wirklich nicht hinbekommen, da schön flüssig durchzukommen. Kann hier nochmal ordentlich spät auf die Bremse gehen und setze mich hier schön vor Kevin Orges und kann mich dann nochmal kurz behaupten, er heute mit einem Wheelie hier raus auf die Schikane und hier seht auch nochmal, ja, er ist richtig, richtig spät auf der Bremse. Ich habe es auch schon in der Doku gesagt, das schaut immer so locker bei ihm aus. Ich finde immer noch, er hat einen sehr, sehr geilen Fahrstil. Hier nochmal aus der Perspektive von Marcel, mein Kameramann. Seht hier sehr geil auch, wie hügelig das Ganze ist. Anbremsen auf die erste links nach Start- und Zielgeraden und dann rüber über den Buchhügel. Eine ganz, ganz schnelle Strecke hier, ein ganz, ganz schneller Abteil. Hier geht Kevin Orges innen vorbei an Moritz Jenkner und dann geht es runter in Richtung Stadt. Wirklich eine sehr, sehr schnelle Passage. So, hinter mir dicht gefolgt von Marc Buchner, auch ein sehr, sehr schneller Fahrer. Der hat mir schon erzählt, er hat immer ein bisschen Probleme im Start, aber kommt im Laufe des Rennens dann doch immer noch vor. Und so auch hier nach der engen Links kommt hier Marc Buchner auch nochmal an dem Stück vorbei, wo mich wirklich auch viele wieder überholt haben. Kann man im Nachhinein dann immer auch wieder sehr gut sehen. Ich fährt da relativ locker wieder an mir vorbei und so komme ich dann auch auf den 8. Platz.
So, und dann geht's wieder auf die Stadt- und Zielgerade. Es wird ordentlich raus, beschleunigt auf die Links. Und ich merke schon anscheinend, weil mich da so viele überholt haben, bin ich ein bisschen rausgekommen. Es ist hier ein bisschen wild geworden. Ich bin rausgekommen, auch eine eklige Stelle, da eigentlich auf so ein Asphaltstück zu kommen, beziehungsweise neben den Asphalt zu kommen. Nicht, dass man da einfach wegrutscht. Hier nochmal in Slow-Mo sieht man hier einfach ganz gut, wie ich hier mit Vorder- und Hinterreifen den Asphalt hier verlasse und hier auf das kleine Stückchen Dreck komme. Und da ist einfach wirklich schwierig einzuschätzen, ob da vielleicht irgendwie doch mal das Hinterrad einklappt. Also, es geht trotzdem weiter, aber das war auf jeden Fall eine heikle Stelle. Aber das letzte Manöver kommt nämlich genau jetzt. Felix ist hier dran an der engen Links, geht hier links an mir vorbei, stellt sich innen rein, muss aber hier ein bisschen aufmachen, geht weit, beziehungsweise kann ich so gut raus beschleunigen. Ich sichere mir wieder meinen 8. Platz und so geht's erstmal wieder weiter. So, und dann geht's auch schon in die letzte Runde. Es ist nicht mehr viel passiert. Für alle, die aber noch das ganze Rennen auf jeden Fall sehen wollen, checkt auf jeden Fall meinen zweiten Kanal aus. Ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hier nochmal das letzte Manöver von Felix Klink. Geht hier innen rein, hat hier noch einen leichten Highsider, muss wieder aufmachen. Und verliert hier leider noch einen Platz. Ich gehe als 8. durch die Ziellinie. Ihr könnt auch hier auch nochmal unten am Tacho sehen, dass meine Zeit auch relativ gleich geblieben ist. Also bin konstant unter 1,29 hier gefahren, 1,28 hoch. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Hier nochmal ein bisschen abschlagen mit den Jungs und nochmal ein bisschen winken an die Marshals, die natürlich hier auch wieder einen sehr guten Job gemacht haben. Ein paar Wheelies zum Abschluss. Hier nochmal das Abschlagen mit den Leuten hier in der Schleiz. Wirklich immer richtig, richtig viel los. Ist wirklich sehr, sehr geil. Der zweite war dann ein bisschen besser. Bin nochmal ein bisschen aufgestanden. Ja, Wheelie fahren muss ich definitiv auch mal wieder üben. Ich merke, ich bin auch ein bisschen aus diesem ganzen Geschehnis raus. Also ich konnte das früher wirklich mal richtig gut. Jetzt merke ich, ich komme einfach nicht mehr dazu. Also das muss ich mir auf jeden Fall auf meine Bucketlist schreiben, dass das wieder mal ein bisschen geübt werden muss. Ja, was sagt ihr? Erstes Rennen in der Schleiz. Ich muss trotzdem sagen, was mich sehr zufrieden gestimmt hat, war einfach meine Rundenzeit. Ich bin konstant eine hohe 1,28 gefahren und das auch noch bis zur letzten Runde, was mich wirklich sehr gefreut haben, weil wir noch im Qualifying eigentlich sehr gestruggelt haben, hier überhaupt eine gute Rundenzeit zu fahren. Hab dennoch aber immer noch Probleme gehabt mit der Seng. Also Felix hat mir danach immer auf jeden Fall erzählt, dass er auf der Seng immer ordentlich auf mich aufgelaufen ist. Aber in den anderen Abstecken bin ich dann wieder ein bisschen davongezogen. Aber das ist einfach so eine Sache, wenn man quasi nur einmal im Jahr auf so eine Strecke trainieren kann, beziehungsweise fahren kann. Trainiert habe ich gar nicht. Deswegen ist das immer eine schwierige Angelegenheit innerhalb von 3 Tagen und insgesamt 2x20 Training, 2x20 Qualifying und dann 2x die Rennen. Sprich, du hast an so einem Rennwochenende eigentlich nicht wirklich viel Fahrzeit, was leider sehr schade ist. Und du musst dich schnell darauf einstellen, einfach schnell zu werden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ein Video einen Daumen nach oben da lasst, beziehungsweise einen Kommentar. Lasst es mich wissen. Wollt ihr noch irgendwas wissen? Echt auf jeden Fall eine kranke Rennstrecke hier in Schleiz. Es ist immer wieder ein Highlight im Rennkalender. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Rennen.